Torno Business Personality, ein Podcast für Fach- und Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Die kleine Weiterbildung für zwischendurch. Von und mit Ortro Torno, Trainerin und Coach aus Fulda. Moderiert und betreut von Thomas Noll. Hallo Ortrud, ich grüße dich. Ja, hallo, guten Morgen Thomas. Wir haben den Podcast mit der Nummer 7. 7 Podcast. Ja, der steht an. Richtig. Und wir haben ein, wie immer, sehr spannendes Thema. Nachdem wir die ganze Chirologie-Reihe durchhaben, kommt jetzt ein Thema namens Empathie. Mhm. Empathie ist auch ein Thema, wo du immer wieder auch Seminare anbietest oder Coachings anbietest. Und ich fange jetzt erstmal generell mit der Definition des Themas Empathie an. Ich habe mir aufgeschrieben, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung und Denkweise anderer Menschen einzufühlen. Mhm. Das wäre jetzt so in einem kurzen Satz das, was, wenn man so googelt, so findet. Ja, hast du noch was dazu? Ja, ganz spontan, wenn du das so sagst, will ich dir einfach mal sagen, auch wenn ich dir jetzt vielleicht ein bisschen wehtue, sich in die Argumente eines Gegenübers hineinzudenken, ist doch kein Akt der Empathie. Okay. Und Empathie ist, es tut den gut, der selbst empathisch ist. Mhm. Das sind so zwei wichtige Gedanken. Also in den Vertriebs- und Verkaufstrainings lernt man ja die Motive des Menschen, um die zu kennen, um dann einfach Argumentations reinzubringen. Ja. Das ist eine Methode. Mhm. Empathisch ist ein Gefühl. Das heißt, es geht um Resonanz zu ermöglichen. Ja. Und das merken wir heute auch gerade in Unternehmen. Wer exzellente Ergebnisse oder Leistung will, muss Resonanz ermöglichen. Okay. Also kann man schon sagen, dass auch Empathie und Resonanz so eine Art Verwandtschaft haben. Ja, es, es geht um einen lebendigen Kontakt zwischen Menschen, zwischen Mitarbeitern und Kunden, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, bis in die Familie hinein. Väter, Mütter, Kinder, Kinder, Eltern, Großeltern, Resonanz. Resonanz und empathisch sein. Mhm. Wir haben das Thema ja gewählt, weil wir schon mal in einem Vorgespräch festgestellt hatten, dass die Generation oder gerade die junge Generation vielleicht jetzt nicht so empathisch ist. Das kann natürlich jetzt auch ein Vorurteil sein. Aber das ist das, was uns aufgefallen ist beim letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben. Mhm. Was machen wir für ein nächstes Thema für einen Podcast? Ja. Siehst du das auch so? Ja, es ist eine andere Generation. Ja? Eine andere Generation hat einen völlig anderen Zeitgeist und ist anders groß geworden. Okay. Die ist ist selbstbewusster groß geworden, kann sich anders entfalten. Sie ist in der digitalisierten Welt groß geworden. Da kommt Arbeiten in ihren PCs, Arbeiten mit Games, mit Spielen. Smartphone, mit all den Themen. Da kriegen sie zwar was zurück, aber das ist auch wieder vorher eingegeben worden. Das ist also nicht ein Gefühl, was entsteht, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen muss. Okay. Es ist nicht so trainiert. Das heißt nicht, dass die Generation es nicht hat. Mhm. Viel ist auch immer, und das wird oft unterschätzt. Und ich mag es nicht, wenn eine Generation über einen Kamm geschoren wird. Alle sind so. Nein. Ja. Ich will mal da sagen, es spielt auch viel eine große Rolle, wie ist die Sozialisierung passiert zu Hause. Ne? Da sind wir wieder bei den ersten vier Lebensphasen ein Mensch. Ne? Was erwartet mich da? Und es gibt viele Menschen, denen ist Empathie, die meint man, in die Wiege gelegt. Ja. Und es gibt Menschen, die haben durch manchmal Multiproblemfamilien gar keinen Zugang dazu. Die haben nie aufgezeigt bekommen, was es heißt. Zum Beispiel, ich kenne so manche Familien, da muss es immer artig sein. Wenn du artig bist, dann bist du okay. Aber sich auseinandersetzen mal, was braucht der andere, hat er nicht stattgefunden. Mhm. Und das ist so typisch. Das ist aber noch nicht dann diese psychischen Besonderheiten. Ne? Das ist damit nicht gemeint. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wir erleben auch Erwachsene, auch Menschen, die sind 50, 60, die sind so rational, die kriegen gar nicht mit, dass dem anderen etwas fehlt. Okay. Und das erleben wir in allen Branchen. Aber es ist ein Thema, es ist richtig. Die junge Generation, sie ist anders groß geworden. Sie fühlt nicht immer so mit, wie wir es vielleicht als C-Generation sprechen, mal ein bisschen chirologisch noch, die einfach eine Beziehungsgeneration ist, das wahrgenommen hat. Okay. Ja, ich mache hier mal einen Punkt an der Stelle. Du hast bestimmt noch mehr Fragen.
Ja, jede Menge Fragen. Mir geht es erstmal nochmal grundsätzlich darum, wie kann man die, ja, diese, wenn wir jetzt schon von jungen Generationen sprechen, wir werden auch auf jeden Fall nochmal auf, das möchte ich gleich hier am Anfang betonen, auch nochmal auf die ältere Generation eingehen, weil die ist ja genauso herausgefordert, empathisch zu sein. Darauf gehen wir auf jeden Fall auch nochmal ein. Aber wenn wir jetzt schon bei den jungen Menschen sind, die haben eben, wie du vorhin auch schon sagtest, eben eine andere Entwicklung hinter sich. Die sind digital vernetzt, die sind in sozialen Medien unterwegs, die möchten einen Austausch auf Augenhöhe, die haben keine Lust auf Ellenbogen, also keine Konkurrenz denken, die möchten lieber im Team arbeiten und sind an sich sehr, sehr gut vernetzt. Das ist so das, was man vielleicht bei dem Prädikat so junge Generation sagen würde. Ich lasse jetzt mal be bewusst das X und Y weg, um einfach da nicht irgendwelchen Fettnäpfchen zu treten. Ja, hast du da noch Ergänzungen Sie zu? sind vernetzt, das Ja. ist richtig, allein durch Internet, das ist der Zeitgeist des Internets, vernetzt sein mit anderen, in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen. Ob sie allerdings diese Vernetzungen nutzen, das ist wieder was ganz anderes. Ne? Weil es gab ja früher schon mal so diese Vernetzungen in bestimmten elitären Kreisen, wo man sich dann austauscht, um später auch Beziehungen aufzubauen und davon zu nutzen. Dieses Nutzen ist da noch nicht so ausgeprägt, das kriege ich damit. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, nur weil ich mal wegen jetzt in Xing oder in LinkedIn mit jemandem vernetzt bin, ist das ja noch nicht eine Begegnung in der Live-Situation. Ne? Ich habe meinetwegen, irgendjemand schreibt mich an, weil er meinetwegen mit mir in Kontakt treten möchte und sieht mir dann oftmals, wenn die schreiben, ja, vom Profil her scheinen wir irgendwie was gemeinsam zu haben, ich möchte mich mit ihnen vernetzen. So, das ist ja so diese, oftmals diese Ansprache, die man bekommt, wenn jemand in Xing einem vernetzen möchte. So, das ist ja noch kein Vernetzen im Sinne von, dass ich mich mit jemand begegne. Das hat Ne? eine ganz andere Qualität. Ja. Und das ist wieder wichtig, und dann hast du eben auch was gesagt, sie würden sich nicht durchsetzen, keine Ellenbogen. Stimmt, was richtig ist, dass du auch durch die Sozialisierung durchaus jemand auch diesen Wettbewerbscharakter in sich drin hat. Ja. Und ein Mensch, der sein Ziel hat und weiß, wo er hin will, der nutzt dann auch wieder legt auch Wert auf die Qualität der Vernetzung. Mit wem vernetze Ja. ich mich? Es ist nicht die Masse, sondern die Klasse, die Qualität, mit wem ich habe. Das gibt es auch hier. Jedoch ist es nicht so gängig und für alle einheitlich zu sehen, wie es jetzt in anderen Generationen auch war. Das baut sich dann auch wieder auf. Wenn wir ja schon dabei sind, Vernetzung findet halt eben nun mal sehr stark heutzutage über diese sozialen Medien statt, Facebook, wie gesagt, im Business-Bereich ist es LinkedIn oder Xing, na, oder Instagram, was auch immer. Glaubst du, dass es ein Grund dafür ist, dass vielleicht Menschen nicht so eine Empathie entwickeln, weil sie meinetwegen zu sehr in diesen sozialen Medien unterwegs sind und vielleicht gar nicht so sehr den menschlichen Kontakt haben. Was meinst du? Hast du da irgendwie eine Idee zu oder ein Argument? Empathie in der direkten Kommunikation schafft auch Begeisterung beim anderen. Ja. Und wenn ich im Netz unterwegs bin mit Worten und so, kriege ich ja die Gefühle gar nicht so mit. Richtig. Also insofern Es sei denn, ich habe schon. empathisch und selbst empathisch sein im Netz, sorry, merkt man schon, wie schreibt jemand. Da sind wir wieder bei dem Thema, was habe ich auf meiner Festplatte an einen Wortschatz drauf? Ich kann empathisch auch im Netz schreiben. Aber meistens ist es ja nicht gewünscht, muss schnell gehen, zack, zack, wenn man so sieht, wie schnell dann eine Botschaft weitergegeben wird und die Menschen abholen auch. Das ist schon ein Thema. Allein wenn wir heute Kundenkommunikation in Seminaren machen, gerade durch Datenschutz und alles Mögliche, aber das ist ja nochmal ein Thema, ist es ja besonders wichtig, wo auch Compliance ein Thema ist, man gar nicht mehr den direkten Kontakt hat, sondern viel über E-Mail oder auch über Xing, über da in Kontakt geht. Wie reagiere ich, wenn einer sich bei mir meldet? Wie gehe ich mit dem Kunden um? Wo hole ich ihn ab? Auch hier, was schreibe ich, was schreibe ich nicht? Auch hier ist wichtig, wer mag es, dass ich öffentlich was sage oder nicht? Hier geht schon Empathie los. Aber es ist mit Sicherheit doch, würdest du vielleicht auch sagen, dass es schwieriger ist, mit jemandem über einen Chat beispielsweise wirklich empathisch zu sein, wenn ich mit jemandem mir schreibe. Oder zum Beispiel WhatsApp. Ne? Wird ja unheimlich viel heute über WhatsApp kommuniziert. Die Gefühle werden natürlich über diese Emoticons dargestellt. Genau. Glaubst du, dass das ausreicht? Nein, Okay. das reicht nicht aus. Und deswegen, ich habe zum Beispiel jetzt nur mal jetzt an der Stelle, ich habe bewusst ein Seminar angeboten, jetzt auch mal
gute Kommunikation in Face-to-Face-Kontakten, ja, in Zeiten von WhatsApp und Co. Ja. Weil da bleibt eine gute Kommunikation oft auf der Strecke. Mhm. Und das ist wieder wichtig zu gucken, was heißt das denn, wenn ich mit Menschen in den Kontakt gehe und wie nehme ich da Empathie auf? Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Ja. Ich spiele ja gern Tennis, mhm, und da hatte ich mir eine Verletzung am Bein und ich brauchte einen Stützstrumpf für das Knie, damit ich Tennis spielen konnte. Ja. Gehe in ein Sanitärgeschäft, mhm, stehe da, musste warten, kommt eine ältere Dame rein. Eine ältere, mhm, Dame kam da rein und eine richtig nette, liebe, richtig hübsch zurechtgemacht. Und dann steht die dort und dann sagt die, mein Stützstrumpf, den muss ich umtauschen. Die Part gegenüber, mhm, es war zufällig eine jüngere Frau, mhm, sagte, wie, Sie haben den doch anprobiert, wie können Sie denn nicht umtauschen jetzt einfach? Haben Sie das da? In einem Ton, ich stehe dahinter und da denke ich, um Gottes Willen, haben Sie Ihre Karte dabei, haben Sie Unterlagen dabei, als wenn sie abgefragt wird. Ich stand hinter der Dame, sie hat die Karte gezeigt und ich schaute drauf, der Tag, an dem sie jetzt da war, war genau ihr Geburtstag. Oh. Mhm. Die Dame weiter, warten Sie einen Moment, ich kümmere mich gleich drum. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, verzeihen Sie bitte, ich habe gerade gesehen, Sie haben Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag heute. Ja. Die Frau hat sich gefreut, die hat gestrahlt. Die junge Dame, Gratulation, weitergemacht. Mhm. Ist nur so ein Beispiel, empathisch scheint wahrnehmen. Mhm. Und deswegen, wir sprechen über Netz und das, selbst da zwischen den Tönen zu hören, mal zu gucken, was schreibt einer. Mhm. Ist es anders, als wenn ich im Face-to-Face stehe? Und das ist eine Kunst heute, das zu trainieren, mitzubekommen, aufmerksam zu sein und empathisch wirklich das zurückzugeben. Vor allen Dingen auch im Alltag. Ich glaube, das ist ja dann so auch so, was du jetzt gerade erzählt hast, so ein typisches Beispiel, wo Empathie vielleicht im Alltag untergeht und dann natürlich, was ich, Kundenfreundlichkeit oder Zuvorkommenheit vergessen wird oder man hat vielleicht noch einen zweiten Kunden oder das Telefon klingelt. Du kennst das ja heutzutage. Ja. Ne? Das sind alles so Dinge, wo ich dann glaube, ist es wichtig, einfach so eine Art Basiswissen zu haben, wie kann ich meinetwegen auch in solchen Situationen empathisch sein, ohne da jetzt jedes Mal auch in Konflikt zu geraten. Also aus meiner Sicht, mir ist es eine Herzensangelegenheit, darauf bewusst hinzuweisen, dass das wichtig ist, in Face-to-Face-Kontakten diese Empathie auch teilweise zu schulen oder sich anzueignen. Ja. Weil es ist auch privat, wenn zwei Partner zusammen sind und der eine empathisch ist, der andere sehr rational. Ja, schön wird es meistens auch nicht, weil immer in Stoff da ist, um sich zu zanken. Mhm. Im Kontakt mit Mitarbeitern, im Kontakt mit Kunden wird es ja noch wichtiger. Richtig. Empathisch auch da die Signale wahrzunehmen und damit so auch zu reagieren. Mhm. Und ich will nochmal, ich habe so nochmal so ein Beispiel, was ich dir gerne sagen möchte dazu. Ich war mit meinem Partner einkaufen gewesen, mhm, und wir waren in einem Möbelhaus und wir hatten wieder mal viel reingepackt an dem Tag und wollten viel auch erledigen. Und auf einmal dann sagt er, wir saßen da und guckten uns auf was an. Auf einmal sagte er, Mensch, ich habe einen Hunger, nachher gehen wir aber erstmal essen. Ja. Der Berater packte und an seine Schublade rein, holte eine Rolle Kekse raus, mhm, und gab es meinem Mann, damit sie schon mal was haben, damit wir... Weißt du, was das heißt? Empathisch hat viel mit Mut zu tun. Ja, okay. Also ja, viele Menschen hören das, mhm, kriegen das mit, aber sie tun es nicht. Mhm. Es ist genauso, ne? Diese, man sagt auch, wenn einer sagt, oh, das ist aber schön. Mhm. So, ein anderer geht hin und kauft es und der andere geht hin und sagt, nö, das habe ich nicht gehört. Ja, ja. Ne? Und das ist dieses Empathischsein ist was ganz, ganz Wichtiges in dem Bereich. Das heißt, es geht hier um eine Begegnungsqualität zu steigern. Mhm. Und weil, das ist nochmal, erlaub mir noch einen Satz dazu. Klar. Heute in Zeiten von Online-Shopping, von wo du alles einkaufen kannst, durch verschiedene Plattformen, die, mhm, es gibt, ich will jetzt keine einzelnen nennen. Ja, ja. Der Mensch geht rein, kauft sich das. Was er nicht kaufen kann, ist eben diese Begegnungsqualität, die er braucht. Und das ist ein Generationsthema auch. Mhm. Ältere, reifere Menschen gehen halt mal gern, lassen sich beraten. Nur, wen habe ich dort? Wer berät mich? Kann er mich überhaupt abholen? Ja. Umgedreht ist es natürlich auch wichtig zu gucken, wie gehen auch Ältere mit den Jüngeren um. Richtig, ja. In dem Bereich. Mhm. Aber es ist etwas, aber das ist dieses Bewusstmachen, empathisch sein, ist aus meiner Sicht heute eine ganz wichtige Fähigkeit, die es gilt zu trainieren. Okay. Jetzt habe ich eine Frage. Wie wirkt sich denn mangelhafte Empathie auf die Führungskultur aus? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für dich. Mhm. Du trainierst ja Führungskräfte und wirst ja wahrscheinlich auch feststellen, dass eben vielleicht in gewissen Situationen, gerade bei Vertriebstrainings, du
feststellst, ja, Empathie ist mangelhaft oder nicht vorhanden oder wie man es auch bezeichnen mag, mhm, wo du mal wegen dann ansetzt. Wenn man beispielsweise so konkrete Situationen, die mir als Problem geschildert werden, auch von, ja, Führungskräften, wenn wir die dann mal nacharbeiten, bearbeiten, ja, reflektieren, ist immer ein Thema, wo jemand nicht empathisch war, etwas nicht wahrgenommen hat. Mhm. Und das ist ganz spannend, in vielen Firmen wird es gar nicht wahrgenommen, warum die Leistung eines Mitarbeiters zurückgeht. Hat das damit was zu tun mit seinen Sinneskanälen, dass er meinetwegen vielleicht irgendwas nicht aufnimmt, was nicht hört, nicht sieht oder auch was hier, auch immer? Es ist eine Charaktergeschichte, ja, ist ein Temperament, eine Temperamentsache nicht, aber eher Charaktergeschichte. Bin ich jemand, der eher rational unterwegs ist oder bin ich jemand, der auch so, empathisch auf unterschiedliche Menschen reagiere und etwas wahrnehme? Diese, mhm, Empathie, mhm, hat viel mit Wahrnehmung zu tun. Ja, heißt ja aber auch, ich muss präsent sein. Und wenn es eine Führungskraft viel im Kopf hat, weil es so viele, 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 viele Aufgaben hat, mhm, dann ist er nicht präsent und kriegt nicht mit, ob da jetzt ein 30-, 40- oder 20-Jähriger gerade etwas sagt. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und es ist ein Unterschied. Allein, wie soll ich etwas wahrnehmen, wenn ich keine Zuwendung jemand gebe, ja, und mit ihm nicht rede? Mhm. Und das also ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist etwas Wichtiges. Ja. Und wenn ich immer mit meinen Gedanken unterwegs bin, kriege ich nicht mit, was drumherum ist. Mhm. Und wenn ich dauernd bei mir bin, dann kann ich nicht bei dir sein. Ja. Mhm. Und das spüren Menschen. Und das ist natürlich, das Ergebnis ist natürlich dann Demotivation und andere Dinge. Mhm. Also es gibt viele Bereiche dieses Themas. Umgedreht habe ich auch junge Menschen, wo ich, wenn ich die trainiere, ich habe zum Beispiel in einem großen Konzern, trainiere ich alle jungen Nachwuchskräfte auf dem Thema, gerade beim Konfliktthema, ist immer wieder reifere Menschen, unterschiedlichen Phasen. Mhm. Wenn ich mit denen dann erarbeite, schau mal, was fühlt er? Was denkt ein Mensch? Wie fühlt ein Mensch? Was ist jetzt wichtig? Mhm. Wann hat er, wo haben Sie mit ihm gesprochen? Wann haben Sie mit ihm gesprochen? Wie war das? Ja, der hat es eilig gehabt. Ja, dieses Wahrnehmen und empathisch sein, auch mal ihm was zu helfen oder auch Unterstützung anzubieten, mhm, wir wissen, das ist, geht oft unter. Okay. Und da fehlt oft dann auch der Mut, auf den anderen zuzugehen. Mhm. Ja, eine wichtige Frage. Wollen junge Menschen wirklich geführt werden? Ist es ihnen wichtig? Was glaubst du? Gerade wenn es jetzt darum geht, vielleicht Berufseinsteiger kommen von der Schule oder haben ein Studium hinter sich und kommen jetzt in einen Betrieb rein. Kann man von vornherein sagen, dass man wegen erstmal die jüngeren Leute, ja, wie soll ich sagen, geführt werden wollen? Oder kommt das auch auf die Person drauf an, was sie für Ziele hat? Ob die selber mal wegen gleich eine Führungskraft werden möchte. Und wie geht die dann halt auch mit diesem Thema Empathie um? Stellst du fest, dass das bei diesen Menschen schon ein Stück weit, die auch mal wegen Führungsqualität haben oder auch Verantwortung übernehmen wollen, dass die schon von Natur aus empathisch sind, dass die von Natur aus schon diese Eigenschaften haben oder kann man das so gar nicht sagen? Also meine Erfahrungen zeigen, wenn ich den Willen habe, Verantwortung zu tragen, ja, und immer wenn ich eine Führungsposition anstrebe, gehört der Wille dazu, Verantwortung, ja, zu tragen. Ja. Wenn der nicht da ist, dann führe ich nur, um die Position zu haben, mhm, und nachher vielleicht mehr Geld zu haben. Aber ich merke, die Verantwortung zu tragen für Prozesse, Ergebnisse für Menschen gehört noch dazu. Mhm. Und das ist ein Thema, da merke ich, wenn ich dann in den Schulungen einsteige, das den Menschen bewusst zu machen, die, ja, Menschen mitzunehmen. Auch da eine gewisse Empathie zu haben, ist wichtig. Ich hatte letztens einen jungen Mann in der Führungsverantwortung, der sehr hart zu sich ist, der sehr zielstrebig war, ja, und das natürlich auch von allen anderen erwartet hat. Ja. Jetzt nehmen wir mal einen 19-Jähriger, kommt daher von zu Hause, nicht unbedingt so sozialisiert, mhm, dass er ergebnisorientiert ist. Der hat denen überhaupt keine Chance gegeben. Mhm. Und das ist für mich eine Herausforderung, junge Menschen zu sensibilisieren in dem Thema Führung. Das ist ein breites Feld, was du jetzt angesprochen, okay, hast. Aber Empathie, auch hier, ist ein Thema. Ich kriege viele IT-Firmen, schicken mir ihre Führungskräfte, um sie zu sozial sensibler zu machen, ja, damit die eben Menschen mehr mitnehmen und entwickeln. Mhm, und das ist wieder ein Thema für sich. Okay. Aber Empathie, ich sag's noch einmal, es ist immer, es tut dem gut, der empathisch ist, und Empathiefähigkeit heißt auch, Menschen mitzunehmen, abzuholen. Okay. Und auch ein Perspektivwechsel, ich sag's noch mal, ist noch keine Empathie. Mhm. Wenn ich es gibt ja den Satz, ne, zieh einen Monat lang meine Schuhe an, du wirst mich verstehen. Ja. Ist noch nicht empathisch. Empathisch ist, aus der Situation herauszukommen. Was brauchst du? Mhm. Schau heute Morgen, wie wir zwei zusammengekommen sind. Sag ich, na, brauchst du einen Kaffee, isst irgendwas. Ja, ja, ne? Ja. Und dann, ja, sagtest du, jo, brauche ich. Ja. Ne?
es gibt andere, die sagen, komm mal zum Punkt, ziehen wir es durch, wie lange brauchen wir? 1,5 Stunden, Ende. Mhm, ja, ja. Und jetzt frage ich dich, wie hast du dich gefühlt, als ich dich gefragt habe? Abgeholt. Ja. Abgeholt, ja. Weißt du? Und da gibt es so einen schönen Satz, gute zwischenmenschliche Beziehungen hängen davon ab, ob es ihnen gelingt, anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Das könnte man jetzt zu, wenn man eine Begrüßung hat oder mit jemand in Kontakt kommt, gerade am Anfang, wäre das dann... Wäre so ein schöner Satz. Ja, okay. Und was ich wirklich auch wichtig finde, Menschen vergessen, was du gesagt hast. Mhm. Menschen vergessen auch, was du getan hast. Okay. Aber Menschen vergessen niemals, wie du sie hast fühlen lassen. Ah ja, okay. Das sitzt tief. Ja, das ist natürlich gerade beim Thema Empathie eine ganz bedeutende Aussage. Und das sitzt tief. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich weiß noch, als du vor 10 Jahren hier angefangen hast, hast du mich nicht begrüßt. Ja. Das sind oft Konflikte, die kommen erst wieder hoch. Und deswegen wird das oft zu sehr unterschätzt, was das heißt, empathisch zu sein, Rücksicht zu nehmen und auch auf die Themen. Okay. Wer macht denn zum Beispiel, gerade wenn es jetzt um die unterschiedlichen Generationen geht, junge, ältere Generationen, wer macht eigentlich dann den Anfang, wer geht auf wen zu, wenn es darum geht, empathisch zu sein oder auch eine Kommunikation aufzubauen? Oder hat das jetzt erstmal mit dem Alter weniger was zu tun? Also in meinen Workshops, Seminaren, gibt es immer 3 Sätze. Dann sage ich, Leute, auswendig lernen und dann gucken. Mhm. Wo bin ich? Wem stehe ich gegenüber? Welche Rolle nehme ich ein? Okay. Und heute sagt man ja weniger Form, mehr Taktgefühl. Und es ist immer noch, Etikette ist ein Thema, was es gilt. Wenn ich ein paar Grundregeln drauf habe, macht es mir leichter, in Kontakt zu gehen und das auszutauschen. Im Grunde genommen heißt es nicht, der Jüngere muss auf den Älteren zugehen. Ja. Wenn jetzt einfach auch der Jüngere jetzt eben der Kunde ist und der Ältere ist jetzt im Service, dann, hey, wer gibt wen, wer ist da? Habe ich da aber jemand, der sagt, ich bin jetzt der Ältere, der hat zu grüßen zuerst. Die Respektsperson. Da merkt man, auf welchem Niveau holt man jemand ab. Okay. Aber Menschen auf das Niveau zu schulen, das ist eine Verantwortung von Unternehmen. Okay. Ja, hat die junge Generation Empathie nicht nötig, weil zu wenig junge Menschen nachkommen? Ganz, ganz provokativ. Weißt du, wie ich das meine? Ja, sag nochmal einen Satz dazu. Die junge Generation stellt ja jetzt fest, wenn sie zum Beispiel ins Arbeitsleben geht, eigentlich müsste ja der Arbeitgeber sich bewerben, nicht ich muss mich bewerben. So, ja. So, das, so, und jetzt könnte ich mir vielleicht vorstellen, vielleicht jetzt so eine Hypothese, dass vielleicht junge Leute da eben mit einem anderen Selbstbewusstsein in das Unternehmen reingehen vielleicht aufgrund von mangelhafter Empathie dann so doch ein Stück weit in Konflikte geraten. Ja, ich denke, das ist auch so ein Stückchen geschult, den Medien auch, will ich den Medien nicht den schwarzen Peter geben, aber wir müssen uns um die junge Generation bewerben, wir müssen machen, es ist ja viel auch der Hype darum in diesen Dingen. Ach, was ich in den Erfahrungen immer mitbekomme, ist die gesunde Selbsteinschätzung. Ja. Wie ist meine Persönlichkeit? Wie ist meine Manpower? Mhm. Wie viel fachliches Know-how bringe ich mit? Wie viel Praxiserfahrung? Mhm. Auch hier erlebe ich bei jungen Menschen, die verschiedene Praktikas hinter sich haben, auch so ein bisschen Reibung erzeugt haben und auch genossen haben. Mhm. Es ist eine ganz andere Selbstverständnis auch da. Mhm. Also diese... Das erlebe ich auch immer wieder. Und jetzt ist aber auch wieder wichtig, an wen gerate ich in einem Unternehmen hinein? Wie ist das Setting in dem Unternehmen? Haben wir eine Feedback-Kultur? Haben wir überhaupt eine? Denn der Mensch ist, wenn du von jungen Menschen sprichst, die sind ja noch nicht fertig. Richtig. Merkst du? Und jetzt kommt es darauf an wen gerate ich? Wie empathisch, wie sensibel ist der andere auf der anderen Seite? Ja. Und deswegen ist die Führungskraft heute eine ganz wichtige Person, die Einfluss nimmt auf den zukünftigen Mitarbeiter, der wieder mit dem Kunden umgeht. Ja, ja. Und das stimmt, der Satz, der ist schon ewig. Mhm. Der Umgang mit dem Kunden spiegelt zu 100% wieder, wie intern das miteinander ist. Ja, ja, ja. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Ich war letztens einkaufen in einem Kosmetikunternehmen. Ja. Gehe da rein, stehen so zwei Damen zusammen. Ich suchte einen Wimperntusche. Ja. Und ich weiß ja, dass die jungen Leute, ne, die Influencer, die gucken alles, was ist Hype, was ist in, wer macht die längsten, dichten Wimpern und all das Thema. Die kennen selber die YouTube-Channels. Gehe ich auch auf so eine Dame zu. Ja. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Emotionslos bis zum geht nicht mehr. Mhm. Guckt einem an, hast du schon mal gesehen, wenn dich einer anguckt und sagt, so störst du meine Kreise.
steht er vor mir und guckte, und ich stand auch da und guckte in ihr Gesicht rein. Die ging auch noch ganz dicht an mich dran, hat null Ahnung, wie weit geht man ran. Also dann, keine Distanz. Und dann konnte ich mir nicht verkneifen und habe gesagt, sagen Sie mal, ist heute nicht so Ihr Tag, kann das sein? Was fällt Ihnen ein? Ihren Fuß lassen Sie nicht an mir aus? Brüllte mich zurück. Es ging her. Da sage ich, ich bin eigentlich gut drauf. Ja. Ich will ja was kaufen bei Ihnen. Und umgedreht. Und dann kam die Chefin und ich habe gedacht, Wahnsinn. Diese Empathie und die Servicequalität reinzubringen. Da sehe ich jetzt wieder die Führungskräfte verantwortlich, dass da was passiert. Weil das ist heute wieder, bin ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte, wenn ich Konkurrenz als Online-Shopping als Konkurrenz sehe, dann muss ich aber einen Face-to-Face-Kontakt einen draufsetzen. Ja, da muss ich richtig gut sein. Da das muss ich gut sein. Und deswegen erlaubt mir, das ist eine Herzensangelegenheit mehr. Ne? Wenn ich wirklich Service-Champions werden möchte, ne, dann sensibilisiere und schule ich meine Mitarbeiter regelmäßig mit Service-Themen, mindestens einmal pro Woche, um das Wahrnehmen zu üben. Und diese Konsequenz in Verbindung mit Freude am Besserwerden, das ist nämlich toll, welche Motivation habe ich auch bei meinen Mitarbeitern. Verändert nämlich eine innere Einstellung bei den Menschen. Ja. Und das spürt man in der Haltung. Der Blickwinkel wird anders. Und erfahrungsgemäß ermutigt, dass alle engagiert nach neuen Wegen suchen, um Kunden zu begeistern. Okay. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, wie wichtig es ist, es immer wieder bewusst zu machen. Denn erst machen wir die Gewohnheit, dann die Gewohnheit uns. Und empathisch sein kann ich trainieren. Und das kriege ich auch in meinen Seminaren, ob ich Führungskräfte oder Vertrieb, gerade im Vertrieb ist es am Kundenkontakt besonders wichtig. Ja, weil du das gerade sagst, das ist ja das, was ich vielleicht auch an dem Einzelhandel bemängel, dass das Personal in meinen Augen zu wenig geschult wird oder auch nicht empathisch genug ist, mal abgesehen davon, dass sie natürlich fachliches Know-how haben müssen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das auf der Strecke bleibt, und gerade wenn wir von Begeisterung sprechen, wenn es darum geht, natürlich auch gegenüber dem E-Commerce, was ja auch eine extreme Konkurrenz darstellt. Wir wollen ja meinetwegen keine Innenstädte haben mit leeren Geschäften, sondern wir möchten ja eine, trotz des E-Commerce, auch eine blühende Geschäftswelt haben. So, und das geht eigentlich in meinen Augen nur, wenn ich halt auch Geschäfte habe, die ein Top-Personal haben, die es verstehen zu verkaufen und die auch mal wegen innerhalb von Sekundenbruchteilen sich auf den Kunden einstellen können. Ja, ja, genau. Wie man bedenkt, der deutsche Kunde, es gibt eine internationale Studie, ne, die sagt, der hat die höchsten Ansprüche generell. Ja. Überlegen, was für ein Anspruch an das Personal auch ist. Ja. Ne? Der hat Anspruch für Tempo, Schnelligkeit, Kompetenz, schnelle Problemlösung. Ja. Und natürlich auch günstige Preise. Es muss natürlich kommen, wie das ist. Und wenn eins von denen schon fehlt, ja, dann muss er wieder weg. Was das heißt, auch mit diesem Blick auf die Mitarbeiter zu gucken. Deswegen diese so regelmäßige Sensibilisierung. Es hilft den Mitarbeitern, die richtige Tonlage zu finden und die Intensität der Ansprache auch zu finden. Menschen abholen, mit denen zu sprechen. Und diese Verbindlichkeit. Ne? Allein zu merken, wie ich eben sagte, komm, ich gebe Ihnen einen Keks, damit der Hunger weggeht. Ja, ja, diesen Mut, das rauszugeben, ist schon ein Thema. Und wenn man jetzt mal so schaut, deswegen ist Führung aus meiner Sicht aber auch wichtig. Unzufriedene Menschen begeistern keine anderen. Das ist richtig, Es ist nun mal ein Thema. Aber ich merke in vielen Firmen, gerade wenn so viele junge Leute drin sind, die vergessen, die meinen, es gibt ja dieses Feel-Good-Management. Ja. Ne? Die kriegen alles, aber die Performance stimmt nicht, weil das Feedback wird nicht eingebracht. Wie will ein Mensch gute Performance machen, wenn ich keine Feedback-Kultur drin habe? Ja, und er nicht merkt, dass sein Ton nicht angemessen ist oder dass bestimmte Dinge er nicht gewohnt ist, dass man ihm auch mal Grenzen setzt. Okay. Und empathisch sein ist wirklich die Begegnungsqualität zu steigern, wahrzunehmen, was braucht der andere eigentlich. Okay. Gut. Otto, wir sind jetzt schon recht lang unterwegs, knapp fast eine halbe Stunde. Oh, was so lange. Mein Gott, die Armen, die ja zuhören müssen, aber das Thema ist mir eine Herzensangelegenheit. Ist ja auch vollkommen okay. Ich denke mal, wenn es spannend ist, werden es auch die meisten sich bis zum Ende anhören. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall dann nochmal einen zweiten Podcast machen. Das sehe ich schon aufgrund der ganzen Dokumentation, die du hier drin hast. Ja. Trotzdem ganz kurz, du hast noch einiges vorbereitet. Glaube ich, das sollte man auf jeden Fall jetzt noch mit integrieren. Also die Zeit nehmen wir uns. Was noch ganz wichtig ist,
Empathie kann ich die lernen. Ja, ja, kannst du lernen, okay. Keiner muss so sein, wie er mal geworden ist. Mhm. Vater war schon so, Papa war schon so, Eltern, ich bin halt so. Nein, ja, ich kann mich entwickeln. Und die Persönlichkeit zu entwickeln ist etwas Schönes. Gut. Über Gefühle zu reden, Gefühle wahrzunehmen, empathisch zu sein, das tut ja die Begegnungsqualität auf jeden Fall steigern. Okay. Also was wichtig ist, es gibt so 4 Stufen, an denen ich arbeiten ja kann. Diese Präsenz, Konzentration. Ich bin hier ja und bin hier und krieg mit, was passiert. Und guck auf die Tür, schau, wer kommt rein. Das ist ein Thema, Aufmerksamkeit. Ja. Wahrnehmen heißt etwas. Mhm. Wahrnehmen, hinhören, ist ein ganz wichtiges Thema. Den Blickkontakt halten, das ist nach wie vor ein Thema. Mhm. Das wurde uns schon früher als Unfreundlichkeit gesagt, ja, Menschen nicht wahrzunehmen. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Die Kreativität, diese Spontanität hat viel damit zu tun, überhaupt das zu sehen und sagen, ach komm her, ich gebe Ihnen das. Mhm. Ah, ich helfe Ihnen über die Tür. Geh mal über die Straße. Jemand tut sich schwer. Und dann, ich gehe mal mit Ihnen drüber und halte mal an. Diese Spontanität hat immer viel mit Mut zu tun. Und ein Mensch, der keinen Mut hat, und kann auch nicht, wird auch die Kreativität nicht nutzen. Ja, und deswegen ist das im Empathischsein, heißt auch den Mut, anderen Menschen mal das zu schreiben oder zu gucken. Mhm. Das ist manchmal ein Satz, den ich auf eine E-Mail drunter schreibe. Es ist ein Satz, den ich mehr sage. Mhm. Ja. Und das sind so die 4 Stufen. Konzentration, Wahrnehmen, Kreativität und Mut und es tun. Mhm. Am Tun scheitert es. Es gibt viele Menschen, die denken drüber nach, aber sie tun es nicht. Aber das habe ich nicht gespürt. Deswegen für gute Gefühle kann ich schon sorgen, dass der andere sich wohlfühlt. Ja, ja. Und wiederkommt. Du hast in deiner, hast du jetzt eigentlich momentan aktuell eine Seminarreihe laufen zum Thema Intuition insbesondere? Oder ist das ein Baustein deiner Trainings? Du hast ja Vertriebstrainingsbeispiel, also, Führung für Profis sehe ich gerade. Ja, ja. Da ich ja in Fulda mein Institut habe, ja, Turner Business Personality, habe ich auch für die Fulda-Region immer Spezialseminare. Mhm. Und in allen Seminaren ist das ein Thema, aber ich habe bewusst eins zum gut kommunizierenden Face-to-Face-Kontakten. Mhm. Da habe ich bewusst an die Zielgruppe gedacht, um zu gucken, wie nehme ich das denn wahr? Wie kriege ich denn begeisterte Kunden hin? Okay. Und da ist das ein Thema, denn die Fähigkeit, wirkungsvoll, zielgerichtet und motivierend zu agieren und zu sprechen, gehört heute zu den wichtigsten beruflichen Handlungskompetenzen. Okay, gut. Also von daher empfehle ich Ortruths Webseite anzuschauen. Jetzt habe ich es. Okay, Ortrud, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ja, wenn das halbe Stunde ist, gerne. Und wenn wir der Meinung sind, es gibt Feedback und es muss da noch ein bisschen vielleicht tiefer gegangen werden bei dem Thema, dann werden wir das gerne machen. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch Input liefern für diejenigen, die mehr von diesem Thema Empathie erfahren wollen. Gut, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für deine wichtigen Impulse, die du gegeben hast. Bis zum nächsten Mal, Ortrud. Ja, auch Thomas, dir vielen Dank und auch an alle, die jetzt zuhören. Wenn Ideen kommen, wenn Fragen sind, bitte an uns senden. Wir nehmen das gerne auf. Genau, einfach info@torno.de kommt an und wird auch auf jeden Fall bearbeitet. Genau, dann danke ich dir, Thomas. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Alle Informationen zu Ortrud Torno gibt es auf der Webseite www.torno.de. Hier sind auch alle Workshops und Vorträge von Ortrud Torno veröffentlicht.